Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem letzten Video in dieser Woche rund um Dragon Ball, denn es war Dragon Ball Woche bei mir und der Grund hat eigentlich mit diesem Video zu tun, nämlich Dragon Ball Xenoverse 2 ist angekündigt worden Anfang der Woche und für diejenigen von euch, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin ein riesen Dragon Ball Fan und Dragon Ball Xenoverse ist für mich ein richtig gutes Spiel, was ich sowohl für den PC wie die für PlayStation 4 auch gekauft habe. Was ich auf der PlayStation 4 sehr aktiv gespielt habe, auf dem PC nicht ganz so aktiv, aber im Hintergrund seht ihr ein bisschen was von den Parallel Quests, die ich auf dem PC noch nicht gemacht hatte. Zu Dragon Ball Xenoverse habe ich damals viele Videos gemacht und jetzt, als der Trailer gedroppt ist, habe ich mir gedacht, hey, da bin ich wieder richtig gehypt worden, denn ich gucke auch die Serie aktuell, Dragon Ball Super, und da muss ich sagen, dass ich den ersten und zweiten Arc ganz okay fand, weil es eigentlich nur eine Wiederholung der bereits rausgekommenen Filmen Battle of Gods und Resurrection F war, aber der dritte Arc, der letzte Champa-Arc, der hat mir richtig gut gefallen und zusätzlich haben die Jungs jetzt ja auch angekündigt, dass mit dem kommenden Arc, welcher Anfang Juni starten wird, Future Trunks wieder in die Serie kommt, was wir ja schon seit der Cell-Saga nicht mehr gesehen haben. Also ich bin voll im Dragon Ball Fieber wieder und das fühlt sich auch richtig gut an. Man fühlt sich wieder so ein bisschen einfach nur wie damals, als man Dragon Ball noch tagtäglich verfolgt hat. Und gepassend dazu kommt eben Dragon Ball Xenoverse 2 raus. Und der Trailer, der hat mir wirklich gut gefallen. Zwischendurch dachte ich mir, okay, sieht fast so aus wie bei Dragon Ball, aber es gibt eine Szene, wo ich mir gedacht habe, wenn die Cutscenes alle so aussehen, dann ist das richtig geil. Und zwar, falls ihr den Trailer noch nicht kennt, werde ich euch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinken, ist das die Szene, wo man Future Trunks sieht, wo er abgeht, nachdem Future Gohan gestorben ist. Also übrigens, Spoiler, falls ihr Dragon Ball noch nicht kennt, aber ganz ehrlich, das ist über 20 Jahre alt, das sollte man kennen, wenn man ein Fan der Serie ist. Naja, was wissen wir bis jetzt über Dragon Ball Xenoverse 2? Relativ wenig, aber wir wissen, dass es definitiv 2016 rauskommen wird. Und das finde ich schon sehr interessant. Also Dragon Ball Xenoverse 1 kam ja letztes Jahr raus, also Anfang des Jahres. Das heißt, knapp 1,5 bis 2 Jahre später kommt es raus. Also nicht ganz 2 Jahre, eher 1,5. Wir wissen noch nicht, ob es Q3 oder Q4 sein wird. Aber ein paar YouTuber haben da schon ein paar, Gedanken dazu geäußert, warum es sehr wahrscheinlich Q3 sein wird und warum wir auch sehr wahrscheinlich auf der E3, welche in den kommenden Wochen ja stattfinden wird, auch in Los Angeles, die ersten Gameplays sehen werden. Fangen wir aber erstmal an, was wissen wir bis jetzt? Nicht viel, selbst auf der Webseite gibt es keinerlei Informationen zu dem Spiel, packe ich euch auch in die Videobeschreibung, ich habe mich natürlich schon für alle Informationen angemeldet, aber aus dem Trailer kann man einiges rauslesen und einiges raussehen. Das erste, was ich sehr cool fand, die Stadt, in der wir unterwegs sind, also wie auch bei Xenoverse auch, es gibt ja so eine Hubstadt, aus der man alles Mögliche dann starten kann, diese Stadt scheint zum einen größer zu sein, was ich cool finde, zum anderen scheint man endlich in der Stadt fliegen zu können, das hat mir so gefehlt in Teil 1, denn dort konnte man nur rumlaufen, fand ich total bescheuert, aber die Entwickler scheinen sich da tatsächlich ein bisschen an das Feedback der Spieler gehalten zu haben. Dann sieht man die normalen Klassen. Es gibt einen Hinweis darauf, dass man nicht den gleichen Charakter spielen wird und sehr wahrscheinlich etwas später in der Timeline spielen wird. Warum? Time Patroller, den man in den Trailern zu Xenoverse 1 gesehen hat, der ist dort als Statue errichtet. Das heißt, wir haben in Xenoverse 1 einiges geschafft. Was das alles war, werde ich euch natürlich nicht sagen. Falls ihr Xenoverse 1 noch nicht gespielt habt, kann ich euch nur empfehlen, die Story davon ist wirklich sehr sehenswert und hat mir sehr gut gefallen. Aber grundsätzlich geht es ja darum bei Xenoverse, dass man einfach ein komplett neues Dragon Ball spielt. Das heißt, man spielt eben nicht einfach nur die altbekannten Stories, die man schon in anderen Dragon Ball Spielen immer und immer wieder erlebt hat, sondern Xenoverse ist man mit Future Trunks sozusagen ein Time Patroller, das heißt jemand, der dafür da ist, dass die Zeit nicht verändert wird. Und es gibt ein paar Feinde, sage ich mal, die die Zeit verändern und ihr geht dann immer wieder zurück, damit ihr die Timeline wieder in Ordnung bringt. Es hat einige coole Sachen gebracht, zum Ende hin wurde das auch was komplett Neues. Ich muss sagen, das Ende war okay für mich, ich hatte mir da ein bisschen mehr erhofft, die haben dann auf einmal zu viele Bösewichte reingeknallt, aber die haben genug offen gelassen und gerade mit diesem Ansatz von den Time Patrols, dass man verschiedene, Zeitaltern oder Zeitpunkte für das Dragon Ball Universums verändern könnte und Sachen anders machen könnte, geben sie sich viel Freiraum für ein Xenoverse 2. Man fragt sich natürlich jetzt, okay, was wird Dragon Ball Xenoverse 2 anders machen, denn einfach nur wieder diese Kernpunkte der Story zu nehmen, sie ein bisschen zu verändern und wir müssen es wieder retten, wäre ja doch ein bisschen langweilig, aber es gibt einen Satz in diesem Trailer, der ganz grob übersetzt so etwas sagt, Ausgänge, die ihr euch gewünscht hättet und ich gehe davon aus, genauso wie viele anderen, dass es bei Xenoverse 2 eher darum gehen wird, eine Menge What-Ifs zu erleben. What-Ifs waren auch Stories, ich glaube, die waren bei Budokai 2 oder 3 mit dabei. Es waren ganz kurze Missionen, in denen man einfach
ja, bestimmte Grundsätze auf den Grund gegangen ist, was wäre, wenn das passiert wäre, was viele Dragon Ball Fans sich gefragt haben. Zum Beispiel, was wäre, wenn Vegeta zum Beispiel Freezer besiegt hätte, wenn er zuerst Super Saiyan geworden wäre? Was wäre, wenn Adult Gohan nicht gestorben wäre? Was wäre, wenn Son Goku sich nicht gerettet hätte von seiner Krankheit? Was wäre hier und da? Also ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Und ich hoffe, dass Xenoverse den Weg geht und sagt, hey, wir nehmen unterschiedliche Storylines, ihr könnt sie tatsächlich direkt beeinflussen und je nachdem wie ihr es macht, gibt es unterschiedliche Enden des Spiels, was schon sehr cool wäre. Den Multiplayer-Aspekt fand ich damals schon geil, ein paar Spieler mehr rein, ein paar Moves mehr rein, ein bisschen an der Kampfsteuerung noch feilen, denn was mir bei Xenoverse nicht gefallen hat, war tatsächlich dieses es hatte irgendwie so ein Mega auf jeden Fall davor, dieses Beschützen. Es gibt ja natürlich diese sehr, sehr starken Gegner, auf die könnt ihr eindreschen, wie ihr wollt und die spüren das noch nicht mal. Das heißt, sie gehen nicht zurück, sie lassen sich nicht unterbrechen. Und das haben sie bei einigen Gegnern reingepackt und das fand ich nicht so toll. Ich hoffe, das lassen sie weg und dass sie dafür die KI einfach schwerer machen, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Mission auch schwerer durchspielen möchte. Im Großen und Ganzen freue ich mich da sehr drauf. Ich werde es natürlich direkt vorbestellen, sobald es möglich ist. Es gibt aktuell noch keinen Preis und eben kein direkten Release-Datum. In dem Trailer wird einfach nur von 2016 gesprochen. Natürlich ist das jetzt so eine Sache, warum Q3 und nicht Q4? Also man würde ja sagen, wenn es jetzt angekündigt wird, wir haben schon Mai, gehen wir davon aus, ja okay, wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft. Aber gerade viele YouTuber, die in diesem Bereich viel unterwegs sind und die Bandai Namco verfolgen, die ganzen Anime-Games wissen, eigentlich bringt Bandai Namco jeden Quartal ein bestimmtes Spiel raus. Und normalerweise würde in Q3 ein Naruto-Game rauskommen. Dieses Jahr ist es aber eben nicht so. Das heißt, sie haben bis jetzt noch kein Anime-Game für Q3 angekündigt und deswegen gehen sehr viele davon aus, dass es Q3 rauskommt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es früher als später rauskommt, aber ich habe ein bisschen Angst, dass der Sprung von Xenoverse 1 zu Xenoverse 2 nicht ganz so groß ist und dass es gerade einfach nur, die haben gemerkt, Xenoverse 1 ist eines der erfolgreichsten Dragon Ball Spiele, die jemals rausgekommen sind. Die haben gemerkt, ey, das ist geil, die Super-Serie ist gerade in Asien raus und die wissen auch ganz genau, dass sehr viele Europäer und Amerikaner sich die Super-Serie über Streams angucken, denn bei uns ist sie ja noch nicht offiziell raus. Die nehmen diesen Hype mit, bringen Xenoverse 2 mit ein paar Verbesserungen. Viele sprechen auch von Xenoverse 1.5. Ich hoffe nicht, das kann man noch nicht so genau sagen, das wird man spätestens sagen können, wenn die ersten Trailer von der E3 raus sind, wenn die ersten Gameplays gezeigt werden, wenn wir überhaupt wissen, was für Features dieses Spiel mitbringen wird, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich da drauf und freue mich natürlich auf eure Kommentare und Meinungen. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Dragon Ball Xenoverse bereits gespielt? Falls ja, wie hat es euch gefallen? Und falls ihr auch ein Dragon Ball Fan seid, freut ihr euch auf Dragon Ball Xenoverse 2? Oder habt ihr eher Angst, dass das Ganze nur ein kleiner Aufguss des alten Games ist? Schreibt es mir gerne alles unten in die Kommentare rein. In der Videobeschreibung findet ihr zum einen den Link zum offiziellen Trailer und zum anderen packe ich euch auch einen Link zu Dragon Ball Xenoverse 1. Falls ihr es über Steam spielen möchtet, ist ein bisschen günstiger bei MMORPG gerade. Kauft es dort oder woanders, wo ihr auch immer wollt. Nur kann ich euch empfehlen, falls ihr es noch nicht gespielt habt und Kampfspiele mögt und Dragon Ball Fan seid, ist das für mich aktuell wirklich die erste Wahl. So, das soll es gewesen sein von mir. Ich freue mich auf eure Kommentare und Meinungen und hoffe natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao. Ich bin da mal raus.